Achtung, gefährliche Eisbären. Oh mein Gott, ich will da gar nicht rein. Ja, und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Captive, zur 22. Folge mit Phoenix. Wo ist er denn? Hallo? Hallo. Oh. Wir sind wieder in Captive unterwegs und haben heute Folgendes vor. Denn wir wollen heute auf jeden Fall einen neuen Erfolg machen, und zwar einen Zaubertisch. Und wir sind ordentlich weitergekommen. Schaut auf jeden Fall da auf bei Phoenix Folge vorbei, bei der 21. Folge. So war das. Da sind wir ordentlich weitergekommen mit dem Hausbau. Ja, ich würde sagen, ich muss jetzt erstmal, glaube ich, gleich Glas machen, beziehungsweise, nee. Wir machen erstmal einen Zaubertisch und dann kann ich hier nochmal das mit dem Glas zu Ende bauen hier. Mit den Scheiben. Und dann müssen wir uns noch eine Treppe für oben irgendwie überlegen. Wie wir das am geschicktesten machen. 2, 3. Genau. Und wir müssen auf jeden Fall wieder ein Weizenfeld anlegen, weil wir die Kühe vermehren müssen. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Damit wir auch Bücherregale und sowas machen können. So, das machen wir auch noch auf jeden Fall weg hier. Das sieht nämlich noch blöd aus. Aber da haben wir noch auf jeden Fall Zeit. Und wir machen oben auf dem Dach nachher eine Farm. Das können wir auf jeden Fall auch machen. Was ich aber ganz wichtig ansprechen muss, wir werden jetzt wöchentlich Montag, Mittwoch und Freitag eine neue Captive-Folge rausbringen. Das heißt, das Projekt wird noch sehr, sehr lange gehen. Beziehungsweise, ja, werden wir mal schauen, wie lange das gehen wird. Aber wollen wir wöchentlich 3 Videos hochladen. Montag, Mittwoch, Freitag. Abwechselnd wieder auf unseren Kanälen. Damit das jetzt auf jeden Fall fest endlich mal stattfindet hier mit den Terminen. Genau. Soll ich den Zaubertisch machen? Das Essen habe ich schon. Genau. Mach mal den Zaubertisch kurz. Ich muss einmal ganz kurz was trinken hier. Das ist ganz wichtig. Yay. Da ist er. Yeah. Endlich haben wir... Oh. Wir kommen an folgende Kiste ran. Komm mal mit. Ja, stimmt. Und unten an die Kiste müssen wir auch rankommen, glaube ich. Wo ich letzte Folge. Leute, da waren wir schon leer? Dran. Ach ja, waren wir schon dran. Das war die, stimmt. Aber wir können ja mal runtergehen. Unten haben wir, oder? Haben wir oben noch eine? Unten ist eine, ja. Oh, wir können hier. Nee, können wir noch nicht. Wir können nach unten gehen. Genau, dann gehen wir mal kurz nach unten. Ja, auch mal über deine Rüstung an. Genau, oh, ganz vergessen. Weil eigentlich habe ich letzte Folge zwar hier alles wieder ausgeleuchtet. Man weiß ja, aber manchmal weiß man nicht, wie das mit den Monstern ist. Ist ja manchmal immer sehr creepy hier. Das Ding ist jetzt, ob wir den Weg jetzt finden. Einfach erstmal runter. Können wir mal runterlaufen irgendwie. Hier. Erstmal YOLO hier. Aber runterspringen. Ich glaub, hier ist gar nicht so schlecht. Wir haben die Eisbären gefunden, Leute. Das ist auch richtig cool. Da habe ich irgendwie ein Schild dran gebaut. Ah, das ist weiter unten, glaube ich. Ja, das ist noch weiter unten. Eisbären, also da könnten wir auch bald rankommen. Ich denke mal, das wird nächste Woche irgendwann stattfinden. Denke ich mal so gegen die 25., 26. Folge irgendwie so. Ja. Hier. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das richtig ist, aber es sieht ganz gut aus. Irgendwo unten war das, glaub ja. Sieht ganz das gut aus, glaube ich. Hier ging, ach da, ne. Ne, hier ist nicht richtig. Hier runter. Ups. Ich glaube, das war noch weiter unten. Ich guck mal. Es geht echt tief runter hier. Ah, hier. Ja, hier ist eine Kiste. Goldnuggets, ein Buch. Horn. Okay. Warte, ich will auch und eine gucken. Schallplatte, eine Schallplatte. Ich will auch gucken. Und Birkensetzling. Birken haben wir noch gar nicht, Holz. Birkenholz, ne? Keine ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht. Wo bist du? Keine Ahnung, ich glaube, ich bin nicht gelaufen. Soll ich hochkommen ein bisschen? Ich glaube. Ich bin jetzt ganz weit unten irgendwie. Also ich bin ganz unten. Also weiter runter kommst du, glaube ich, gar nicht. Ah, hier habe ich auch nochmal eine Kiste gefunden. Du bist noch weiter runtergelaufen, glaube ich. Hier ist noch eine Kiste gewesen. Da eine Goldnuggets, ein bisschen drin, Clay. Ah, du bist noch weiter runter. Bei den Eisbären, glaube ich. Nee, ich bin sogar noch weiter unten, glaube ich. Oh ja. Egal. Hier ist die Kiste. Da ist ein Buch noch drin gewesen. Ja, diese Bücher, da ist zwar so eine Geschichte, aber. Ja. Auf Englisch. Also, können wir vergessen. Können wir vergessen? Hallo. Oh, jetzt finde ich gar nicht mehr hoch. Ja. Hier, komm mit. Hier geht's doch hoch. Echt? Oh, jetzt habe ich dich aus den Augen verloren. Hier. Nein.
Da hinten ist auch eine Kiste. Ja, da war ich ja schon dran. Ey. Ach, die war das? Ja. Okay. Da war ich so dran. Nee, ich war noch höher gewesen. Oh Gott, oh Gott. Da ging es hier lang? Hier vorne. Ja, bau doch nicht die Treppe. Ja. Ah, es war ziemlich weit oben. Noch viel, viel höher. Ja, du schlägst immer gleich wieder mit dem Schwert, ne? Mit dem Diamantschwert vor allem. Ja, da, hier ist sie. Ne, die ist es nicht. Ah ja, da warst du, aber die ist es nicht, die ich meine. Hier ist noch einer, oder wie? Ja, ja, genau. Am Lavasee. Okay. Da weiß ich jetzt auch nicht, wo die sein soll. Weil ja, das ist die ich letzte Folge die ganze Zeit gesucht habe. Aber ich weiß auch nicht genau, wo die war. Das ist echt schwierig, die hier wiederzufinden. Da! Ja. Oh, hier ist Lava. Ja, aber du müsstest da drüber sein, irgendwo. Irgendwo hier. Ne, hier war auch Lava, das weiß ich. Genau. Verdammt, ich... Oh, hier ist über Lava. Ja, dann bau zu und geh weg. Ich hab nix. Ja, dann lauf einfach weg, bevor du jetzt mit der Eisenrüstung wieder stirbst. Nee, ich baue das mal schnell irgendwie zu. Nee, ich sterb nicht. Und jetzt, ich mach das mal auch schnell da hinten irgendwie, dass wir da wieder langkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich find das schon noch. Also hier habe ich den Skelett-Spawner gehabt. Hier ist nochmal Lava. Also hier irgendwo muss es auf jeden Fall in der Nähe sein, das weiß ich. Wo ich jetzt gerade bin. Ja, so, jetzt baue ich das weg. Okay. Ah, hier, ich hab's gefunden. Ah, das passt ja, dass ich gerade da bin. Haha. Yo, Alter, wir haben... Oh! Wir haben ein Buch mit Effizienz 5. Das ist mega gut. Nehmen wir die Sachen mit. Wir packen die oben erstmal gleich rein. Und dann gehe ich auch schon mal wieder weiter nach oben. Oh, hier ist alles dunkel. Und hier sind noch die Eisbären. Über mir. Echt? Ja. Wieso? Ist hier das Schild irgendwo? Nee, ich höre die. Ich höre sie auch, ja. Aber ich habe hier irgendwo ein Schild gemacht. Aber wo weiß ich jetzt auch nicht. Das kann ich ja wieder überall gemacht haben. Egal, ich gehe erstmal wieder nach oben. Ach hier, ich hab's. Oder? Nee, doch nicht. Egal, ich geh erstmal wieder nach oben. Ich bin da. Achtung, gefährliche Eisbären. Oh, warte mal, das muss ich mal kurz in meiner Folge hier festhalten. Oh, man kann da schon reingucken. Man kann sie echt sehen. Warte. Echt? Ja. Du bist über mir. Nein, wo bist du? Wir haben Eisbären. Oh mein Gott, ich freue mich. Ich muss da hin. Oh, hier ist auch wieder ein Buch. So what the fuck? Warte! Da ist hier drin. Oh. Oh Gott, was passiert hier? Mutter, Vater und Kind. Ich komm nicht mehr hoch. Ja, ich finde nicht mehr nach oben. Rechts auf jeden Fall. Aber ich komme niemand entgegen. Da. Nee, hier, ich bin falsch. Wo bist du? Du bist irgendwo da hinten. Gott, oh Gott. Wie soll ich denn da hinkommen? Komm hier jetzt. Warte. Irgendwo war es. Bau dich einfach hier lang. Bau dich zu mir einfach. Jetzt. Hier durch die Wand. Ja, hier. Ah. Da bist du doch. Hallo. Hallo. Komm hier hoch. Eisbären. Wo sind hier die Eisbären? Oh Gott, ich höre sie. Warte, war das jetzt hier lang? Oh Gott. Ja, hier ja, war das genau. Lang. Da sind sie. Achtung, gefährliche Eisbären. Oh Gott. Wie geil ist das denn? Eisbären! Wir haben Eisbären gefunden. Kann ich das wegbauen hier? Nee, noch nicht, ne? Das ist ja cool. Alles freibauen hier. Oh, ich habe ihn geschlagen. Nicht töten. Nein, ich will ihn ja nicht töten. Oh, das sind Kinder! Eisbären! Guck mal, das Kind kommt her. Oh, er ist wieder weg. Junge, guck mal, der durchdreht, nur auf den Boxer. Sind die böse? Naja, klar. Die greifen mich bestimmt an. Weil ich den angegriffen habe, ist klar. Brrr. Oh ja, ist recht. Geht's erstmal wieder nach. Oh, wenn wir noch einen Erfolg machen. Oh, das wird gruselig. Dann werden wir die Eisbären auf jeden Fall irgendwie kriegen. Beziehungsweise werden die dann rauskommen. So, dann gehen wir mal wieder nach oben schnell. Damit wir noch ein bisschen was weitermachen können am Haus. Und schaut auf jeden Fall in Julians Folge vorbei. Denn wir werden, denke ich mal, am Haus da wieder mehr schaffen. Ja, denke ich auch. Also ich würde jetzt einmal schnell kurz ein Feld Erfolg anlegen. Machen wollten.
So, hier komme ich auf jeden Fall hoch. Gott, das ist immer mega schwer hier rauszufinden. Oder? Ja, wir haben echt so ein Labyrinth hier aufgebaut. Ja, das ist echt schwermäßig hier. Da hinten komme ich wieder weiter hoch. Irgendwie hier, da. So. Bin jetzt auch auf dem Weg nach. Gott, wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Effizienz 5 Buch, ey. Das ist voll OP. Das ist echt OP. Da, wir sind wieder, genau, wir sind wieder in unserem Stage. Ich habe wieder ein bisschen Eisen gefunden. Mega Raum hier. Ah, hier bin ich. Ich bin gleich oben. Yay. So, ich bin im Haus drin. Juhu. Jetzt habe ich keine Knochen. Oh, jetzt habe ich keine Knochen. Ist das denn geschafft, also schnell? Ja, bist du schon draußen? Ich bin jetzt auf dem Weg nach oben. Ja. Hm. Wo sortiere ich das jetzt rein? Da was am besten. Denn? Gold Nuggets. Ja, da. Ich hab schon. Farbstoff. Mach ich mal hier rein. Ja, das ist ja alles so. Baumaterial und Setzlinge. Da rein. Die Bücher packe ich auch mal da rein. Nein, die Bücher können wir da oben rein tun. Schallplatte. Das ist Müll. Was kann da rein? Okay. Wir wollen ja nicht die gute Sortierung wieder kaputt machen. Dann nehme ich jetzt erstmal, brate ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Glas. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal wieder hier hoch und. Ach so, Holz baue ich, genau. Holz. Ich hier mein Holz. Akazien. Oh, wir haben echt viel Akazienholz. Das ist echt gut. So. Und Tropenholz haben wir auch eigentlich. Ich werde mich jetzt mal um ein Feld kümmern. Ganz gut. Neu wurden hier einen Eimer gehabt, ne? Eichelholz haben wir auch. Tropen. Da ein ein Tropenholz. Oh, Birken. Das können wir auch gleich pflanzen hier. Wir haben nämlich Folgendes überlegt, dass wir das so machen. Das finde ich nämlich mega cool. Ich bin jetzt falsch gelaufen, aber egal. Ich kann mir auch lang. Zack. Wir haben hier oben. Können wir unsere Bäume pflanzen. Das ist mega cool. Ja, ich werde jetzt hier oben. Hier drauf. Ein Feld machen. Genau, weil bis wir fertig sind, dauert das eh noch ein bisschen. Bis das alles ausgebaut ist hier. Deswegen pflanzen wir erstmal ein paar Bäume. Aber ich würde sagen, wir lassen das Feld sogar. Machen das ein bisschen schicker. Welches Holz? Das Holz. Die Farm hier. Das Weiße. So, ja, die können wir erstmal lassen. Wir wollen erstmal unten alles ausbauen, ne? Ja, ich mach das jetzt hier so aufs Dach. Oder auf die Zwischenetage, sag ich mal. Ist ja so gesehen das Dach. Aber dass wir das nachher so ein bisschen verkleiden und so. Ja, eine Holzfarm können wir. Die machen wir nachher eh nochmal neu. Nein, das ist erst provisorisch. Die Weizenfarm. Ach so. Machen wir noch nicht auf dem Dach. Am besten ist noch unten, weil. Ja, unten haben wir ja keinen Platz. Wo soll ich die unten hinbauen? Da weiß ich auch noch nicht. Irgendwie werden wir das schon machen. Ja, passt doch hier. Hier stört es doch keinen. Ja, erstmal ist es egal, da hast du recht. So, Eichelholz haben wir zu viel. Das will ich gar nicht. Mit Eichelholz kann ich jetzt anfangen. Das ist das Problem. Aber wir haben auch eine Kartoffel bekommen, die können wir auch anpflanzen. So, egal, ich kann jetzt erstmal Tropenholz. Nahrungsquelle für den Enderdrachen noch, ja. Aber dann kann das jetzt schon mal hier alles so wachsen. Das ist schon ganz gut. Hm. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das machen hier. Das kann man das Ding erstmal da rein. So, das Einzige, was ich machen muss, ist einen Block da oben drüber machen. Und friert das Wasser wieder ein. Ich muss gerade echt überlegen. Was hier? Ich muss gerade überlegen. Ich gehe mal runter kurz. Wieder oben weitermachen. Wie wir das weiterbauen hier vom Dach her. 1, 2, 3, 4. Du bist schon so ein Bauern. 3, 4. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie wir das genau machen. Ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen auch darum kümmern, eine XP-Farm zu bauen. Und dadurch, dass wir jetzt einen Zaubertisch haben und da unten ist ja ein Zombie-Spawn. Ja. Ich glaube, das werde ich jetzt diese Folge mal machen. Wir haben noch ganz viele Level, aber mit den Leveln würde ich sagen, können wir irgendwas anderes noch anstellen. Ja, die XP-Flaschen, die heben wir von unten auf. Ne, aber ich werde jetzt hier mir ein bisschen Cobblestone nehmen. Eine Eisenspitzhacke machen.
Und auch zwei. Und ja, cool, das können wir auf jeden Fall machen. Dann mache ich nämlich einen XP-Farm und werde mal einen ordentlichen Weg nach unten bauen. Wieder. So. Bis zu dem Spawn, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das alles in der nächsten Folge weiter. Und ja, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, schaut in der nächsten Folge unbedingt bei Phoenix wieder vorbei. Denn da kommt die 23. Folge. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge bei Captive. Bis dann, haut rein und tschüss. Ciao.